Ja, hallo zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Ja, spreche rein. Hallo zusammen nochmal. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, ein paar Worte hier an euch und unsere Runde zu senden. Und zwar, wir haben vor einigen Wochen, das sind Kollegen aus dem Kreisverband Tempelhof-Schöneberg, die Erklärung des DGB anlässlich des Antikriegstages diskutiert. Und daraus kam dann noch intern für uns selbst gesetzter Auftrag, dass wir das für eine Erklärung, einen Aufruf geschrieben haben. Dieser Aufruf ist auch zu sehen und zu lesen auf der Website der Gewerkschaftlichen Linken Berlin. Was ist das Wesentliche dabei? Wir sind der Meinung, dass die offizielle Position, die der DGB dazu bei einer Freundschaft, dazu verlautbaren ließ, zu schwammig ist, zu weich ist. Es fehlt die Schärfe an der Kritik dieser Regierungspolitik. Das ist der Punkt dabei. Man kann nicht dahin gehen und sagen, naja, wir nehmen die Folgen von Sanktionspolitik in Kauf. Das ist dann mal so. Das sind Opfer, die gebracht werden müssen. Oder auch, eine weiche Formulierung zu sagen, wir hoffen aber, dass das mit den 100 Milliarden irgendwie auch mal im Sockel bleibt. Man muss mal gucken, ob das mit den 2% tatsächlich so läuft. Nein, der Auftrag von Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen und unserer Organisation muss sein, der permanenten Aufrüstung und der zunehmenden Militarisierung dieser Politik einen Riegel vorzuschieben. Das ist die Verpflichtung, die wir haben. Und nun kann man natürlich sagen, naja, Mensch, das ist so ein Dachverband, da sind so viele Meinungen darunter, das ist alles gut und schön. Und klappt das denn so? Vielleicht ist das nicht illusionär, da sage ich mal eins dazu. Es geht hier, und das wurde hier von den Rednerinnen und Rednern schon gesagt, der erste Schritt muss sein, dass es einen Waffenstillstand gibt und alles andere kommt danach. Und diese Narretei, die man immer so erzählt, es kann ja keine Friedensverhandlungen geben, solange das so oder so ist, das ist doch absurd. Hier war gerade ein Redner, der mal Offizier war oder immer noch ist bei der Bundeswehr, der hat da mal ein paar klare Sachen zugesagt. Und jeder, der bis 3 zählen kann, weiß, die erste Voraussetzung, überhaupt Menschenleben zu schützen, ist, dass die Waffen schweigen. Und da braucht ihn vorher Verhandlungen zu machen. Da komme ich mal zum Schluss. Kann man natürlich sagen, was steckt denn dahinter? Das haben wir bei unserem Aufruf auch geschrieben. Natürlich geht das um geopolitische Konflikte, die dabei sind. Und es geht nicht um irgendwie ein Kuckucksheim oder irgendwie eine Parzelle oder sowas. Und wer damit anfängt zu sagen, wir verteidigen hier irgendwie die Demokratie, der soll sich mal schlau machen, was das für eine Geschichte hat seit 2004 in der Ukraine. Und dann über 2014, da habe ich schon mal drauf hingewiesen. Das sind diese Dinge. Wir rechtfertigen unserer Kritik nicht den Einmarsch. Das will ich hier ganz klar sagen. Das ist gar nicht unser Ding. Aber die Art und Weise der permanenten, Zunahme von Zerstörung und Tod, das ist keine Antwort darauf. Das sahen doch selbst konservative Militärs in dem Block, der USA. Letzte Bemerkung dazu. Dieser geopolitische Aspekt, der macht eins deutlich. Dass es eben keine sektoralisierte Geschichte ist, wo man sagt, Europa, Lasst uns mal daran denken, an 1999, als die Kosovo-Krise war, nur mal als Beispiel für die zweierlei Maßstäbe, die man hier ansetzt. Da hat der Westen gejubelt, als man gesagt hat, na gut, die gehen von Serbien weg, da ist keiner dabei gewesen, das aus der sogenannten westlichen Demokratie, und hat gesagt, das haut aber nicht hin. Wenn die Ukrainer, beziehungsweise die Krim-Leute sagen, naja, die haben keinen Bock mehr darauf, oder der Kiewer Regierung zu sein, lassen wir es mal so hingestellt, dann ist das gar nicht in Ordnung. Ich komme gleich zum Schluss, aber das muss man sagen. Und jetzt die letzte Bemerkung, Jutta, das ist mir wichtig, weil gerade jemand gesagt hat hier von den Vorrednern, naja, die Baerbock ist dumm. Also ungefähr, ich habe das mal so. Ich weiß das so nicht, ich halte die auch nicht für sehr schlau, aber ja, ich weiß, da fehlt immer irgendwie was. Ich weiß, woran es liegt. Aber, Leute, machen wir uns nichts vor. Diese Führungsriege der Grünen Partei ist die Speerspitze hier eines pro-US-amerikanischen Imperialismus. Und das ist die Partei, die bekämpft werden muss. Und deshalb müssen wir in den gewerkschaftlichen Strukturen von unten die Gegenmacht aufbauen. In diesem Sinne weitermachen.